Schadstoffe, die wir mit der Nahrung aufnehmen, gelangen über den Dünndarm in das Stoffwechselsystem der Leber. Sie zersetzt die unerwünschten und teils toxischen Substanzen und scheidet wasserlösliche Gifte über die Nieren aus. Fettlösliche Toxine leitet sie in die Galle weiter. Und auch Dickdarm, Lunge und Haut spielen eine wichtige Rolle bei der Ausscheidung von Schlacken. Da unser Körper nicht auf eine vermehrte Zufuhr von Schadstoffen eingestellt ist, kann er nicht alle entsorgen und lagert sie teilweise im Knochen, im Fettgewebe oder den Haaren ein.